Jo, Servus und willkommen zu einer neuen Folge von FIFA 18 Karrieremodus mit dem MSV Duisburg. Wir sind nach wie vor zum Beginn der oder zu Beginn der fünften Saison am Start. Und ja, erstmal eine kurze Information. Die nächsten paar Folgen, unter anderem auch diese hier, werden erstmal kürzer. Das hat erstmal den Grund, weil ich immer noch nicht so ganz weiß, wen wir so holen sollen im Sturm. Das hat sich jetzt auch nach den Kommentaren nicht geändert. Und des Weiteren liegt es auch daran, dass der Spielplan nicht so geil ist, weil wir, oder ich möchte schon gerne bis zum Union-Spiel jetzt in dieser Folge weiter simulieren. Das Problem ist einfach nur, ich werde wahrscheinlich jetzt erstmal keinen in dem Angebot machen. Ich werde jetzt erstmal in dieser Folge das Vorbereitungsturnier zu Ende machen, dann gegebenenfalls auf Transferanfragen eingehen. Die Spieler logischerweise, die vorgeschlagen wurden, da werde ich auch kurz drauf eingehen. Und mehr wird in dieser Folge dann auch nicht passieren. Natürlich kommt dann noch hinzu, dass wir den Spieler der Saison aus Saison 4 revealen, also preisgeben. Ist jetzt auch nicht so ganz besonders, denn damit habe ich eigentlich schon gerechnet, dass das passiert. Ansonsten in der nächsten Folge gibt es dann leider nur ein einziges Spiel. Und den Deadline Day. Einfach weil halt danach direkt Länderspielpause ist und ich da gerne halt eine einzelne Folge draus machen möchte, anstatt einfach jetzt zu sagen, yo, Alter, Union Berlin und England in einer Folge. Das möchte ich schon irgendwie getrennt haben, weil das eine mit dem anderen nicht so wirklich viel zu tun hat. Portugal ist dann doch eine andere Sache als der MSV Duisburg. Ich bin gerade irgendwas gegen mein Mikro gekommen, sorry. Und deshalb wird es halt in der nächsten Folge dann nur ein einziges Spiel geben. Aber dann haben wir auch endlich eine Entscheidung, was den Sturm betrifft, denn ich werde in dieser Folge eine Umfrage machen bezüglich ein paar Personalien. Und ja, dann geht es dann in 2 Tagen mit dem Union Berlin Spiel weiter. Danach kommt direkt Portugal einen Tag später und dann geht es direkt weiter mit MSV Duisburg. Mit Dortmund und VfB Stuttgart und dann gibt es wieder den 2-Tage-Rhythmus. Auch wenn ich aktuell immer noch so ein bisschen im Prüfungsstress bin, denn so langsam befinde ich mich auf der Zielgerade meines dreijährigen Fachabiturs. Aktuell geht es noch darum, gute Noten rauszuholen, würde ich mal so sagen, damit ich dann in der gesamten Prüfung da besser dastehe. Und gehen wir mal rein in diese Folge. So, und im Endeffekt kommen wir direkt erstmal zum Spieler der Saison. Und das ist ganz klar Thomas Muck geworden vor Danny Blum und Alberto Lancini. Ich denke, das ist zu Recht so, denn ja, der gute Herr hat sehr viel offensiv dazu beigetragen, dass wir dann halt da standen, wo wir am Ende gestanden sind. Haben uns offensiv zwar verbessert im Vergleich zur ersten Bundesliga-Saison, aber es reicht dann halt aktuell noch nicht so ganz. Und da setzen wir ja gerade aktuell an. Ansonsten, der Österreicher zum zweiten Mal in Folge Spieler der Saison war es auch in der dritten Saison. Davor war es ja Danny Blum und davor Brandstätter, also bis jetzt Offensivakteure nur diesen, ich sag mal, Award am Holen. Aber das ist, denke ich, eigentlich normal, denn das ist halt einfach so. So. Mehr muss ich, glaube ich, dazu nicht sagen. Der Österreicher nach wie vor Stammspieler. Wir könnten trotzdem langsam mal überlegen, eventuell uns eine Backup zu holen, wobei das erst ein sehr weiter Hintergedanke ist, denn ich würde eher sagen, nach dem Sturm würde ich die Linksverteidigung aufbessern. Und dann halt Ox dann mehr oder weniger als Backup für eine Position höher nehmen. Also linken Mittelfeldspieler sozusagen, wie halt seine ursprüngliche Position auch ist. Nur da ist halt die Frage, wen wir uns dann halt im Sturm holen und wie viel der Junge halt kosten wird. Also der Stürmer dann. Und ja. Mir wurden da so ein paar Vorschläge gemacht und ein paar kann ich direkt schon mal oder habe ich sogar schon in den Kommentaren selber beantwortet, was ich dazu sage. Zum Beispiel zu Harling oder zu Brereton. Brereton ist zum Beispiel für mich ein
mehr oder weniger Standardtalent. Es gibt viele Leute, die den in FIFA 18 im Karrieremodus geholt haben. Gleiches gilt übrigens für Pascal Köpke, damit ist die Frage auch raus. Zu Harling habe ich geschrieben, dass es eine Frage ist. Also, ich hätte schon gerne einen Stürmer, der mich persönlich direkt weiterbringen würde. Und da weiß ich bei Harling halt einfach nicht, wie er gerade so ist. Dafür müsste ich ihn scouten. Das Problem an der Sache ist, meine Scouts sind gerade dermaßen ausgelastet, dass das gerade nicht möglich ist. Und ja. Dann kommen wir zu Iheanacho, by the way, der Kommentar, oder mit den drei Spielern von Counterboy. Und Köpke ging dann an Adrian Leo, der auch Kouame geschrieben hat, also der von Citadella, denke ich mal, war es. Da ist halt die gleiche Sache mit Harling, denke ich. Junge hat viel Potenzial, ist jung, aber ich weiß halt nicht, wie er gerade so ist. Und meine Scouts können halt einfach nicht scouten, was es dann ein bisschen problematischer macht. Ja, des Weiteren hätte ich dann noch Jovic im Angebot, den habe ich gescoutet. Und meine eigene, wie soll ich sagen, ja, meinen eigenen Favoriten tatsächlich. Den habe ich aber schon vorher sogar bekannt gegeben, und zwar in der letzten Folge der vierten Saison. Aber jetzt erstmal Iheanacho, der ja eigentlich bei Leicester City angefangen hat. Zumindest stand Karrieremodus hier. Ist jetzt mittlerweile bei Valencia und hat eine 85 und ist viel zu teuer für uns. Also das ist dann raus, würde ich sagen, auch wenn er mir von den Werten ziemlich gefällt. Was ich halt immer bei einem Stürmer bevorzugen würde, wobei das halt immer auf die Spielweise ankommt und wie er sich so halt in diesem Spiel spielen lässt, hat ja bei Neymar nicht so ganz funktioniert. Schnelligkeit und Beweglichkeit ist vorhanden und das gefällt mir persönlich. Außerdem hat er ungefähr die Größe wie Danny Blum. Könnte also eigentlich auch ihn perfekt ersetzen. Hat auch mehr Ausdauer als Danny. Also praktisch wäre der Junge genial gewesen. Aber er ist halt einfach viel zu teuer für uns. Das können wir uns halt einfach nicht leisten mit unserem Mini-Budget da. Und da reicht es halt auch nicht, wenn wir Neymar verkaufen oder so. Das ist immer noch zu wenig. Dann haben wir noch Luka Jovic von Benfica, war oder ist aktuell, was heißt war. Also hier in FIFA war er ausgeliehen bei der SGE, in der Realität ist er es noch. Und wenn ich richtig liege, hat die SGE sogar eine Kaufoption für den Jungen. Liege ich da jetzt falsch, das weiß ich nicht so genau. Ich meine, ich habe was gehört, aber so sicher bin ich mir da gerade nicht. 19 Millionen könnte ein Tick zu teuer sein für uns. Aber rein technisch gesehen, wenn wir dann einen oder den anderen verkaufen, dann würde das schon wieder drin sein. Vor allem, was mir gefällt, ist, sein Gehalt ist ganz gering im Vergleich zu meiner Personal, die ich bevorzuge. An sich fehlt mir so ein bisschen die Beweglichkeit, aber das ist halt so eine Sache, wie man den oder wie er sich spielen lässt. Das ist immer so abhängig davon. Ich habe in diesem Karrieremodus tatsächlich bis jetzt noch keinen Stürmer gehabt, wo ich sagen würde, yo, der hat mir richtig gut gefallen. Ja gut. Es ist was anderes, wenn man die erste und die zweite Liga damit vergleicht, das geht halt nicht. Danny in Blum ist allgemein eigentlich ein ziemlich guter Spieler, also mit dem kam ich eigentlich sehr gut klar. Nur dummerweise baut er jetzt langsam ab und ja, zum Ende der Saison hat er mir dann nicht mehr so gefallen und dann gab es eine kleine Änderung. Aber an sich hat der Jovic keine schlechten Werte, das darf man auf jeden Fall, ja, das sieht man hier auch. Technischen Werte sind auf jeden Fall da. Wobei ich mich wundern darf, warum der Abschluss schwächer ist als Dribbling und die Ballkontrolle. Da fehlt es mir so ein bisschen. Aber ansonsten kein schlechter Spieler. Ja, und jetzt kommen wir zu meiner Personalie. Das ist ein Schwede, 20 Jahre alt. Mervan Vent dürfte der Ibrahimovic-Regent sein, denke ich mal. Ich meine, alles spricht dafür. Der Verein allein schon, dass er Schwede ist. 1,80, ich weiß jetzt gerade nicht genau, wie Ibrahimovic groß ist, aber das ist, glaube ich, auch nicht so wichtig. Jedenfalls, was mir gefällt an dem Jungen ist halt einfach, dass er für diese Größe sehr schnell ist und sehr beweglich ist. Das finde ich da brutal nice. Außerdem 20 Jahre alt, auf jeden Fall noch genug Entwicklungspotenzial da. Hat auch ja schon eine 77, ist 16 Millionen wert. Das Gehalt ist ein bisschen viel, liegt aber auch daran, dass er in der Premier League ist. Und die technischen Werte sind halt auch überragend, wie ich finde. Bis auf Abschluss, da könnte es bei ihm deutlich besser sein normalerweise.
aber dafür könnten wir rein theoretisch ja noch sorgen. Und persönlich ist das mein Favorit, aber ich lasse euch da eine Abstimmung da. Eine Umfrage oben rechts im Infokasten. Dummerweise sind da jetzt nur zwei Spieler drin, was das Ganze dann etwas einschränkt, was ich ein bisschen schade finde, weil eigentlich hätte ich mir schon da irgendwie was Besseres gewünscht. Also nicht vom Spielermaterial her, sondern einfach von der Menge her. Denn so wirklich gefunden oder so habe ich jetzt nicht wirklich viel. Also das ist ein bisschen schade. Aber ich denke mal, ich persönlich würde den Mervan Wendt nehmen. Ich habe auch mal nachgeguckt, wer denn dann noch so im Sturm bei Manchester United am Start ist. Die haben, wenn ich richtig liege, Luis Suarez da noch und Lukaku und das war's dann eigentlich auch schon. Dann haben sie noch ihn. Ob das jetzt so realistisch wäre, ihn da zu holen, bezweifle ich sehr stark. Meiner Meinung nach ist es eigentlich nicht realistisch, weil 20 Jahre alt, gutes Talent, hat schon eine sehr, sehr gute Gesamtbewertung dafür, dass er noch jung ist. Ja, ich würde mal so sagen, das ist der neue Marcus Rashford. Bei Jovic sieht das etwas anders aus, da haben sie mehr Spieler im Sturm, aber da weiß ich halt nicht so genau, wer oder wie gut die sind. Ja, okay, Seferovic ist noch da, den kann ich ungefähr einschätzen, aber danach wird es halt schon kritisch. Also die realistischere Option wäre tatsächlich Luka Jovic, aber ich persönlich finde da Mervan Wendt dann doch besser. Und damit habe ich dann meine Meinung auch gesagt. Also ich möchte nicht, dass ihr euch davon beeinflussen lässt oder so. Stimmt einfach eurer Meinung nach ab für den Spieler, den ihr gerne haben wollt. Ich denke mal, leisten können wir uns beide. Und ja, wir gehen mal weiter und haben jetzt das Spiel gegen Sonnetien vor der Brust. Ja. Und wir liegen direkt nach 3 Minuten hinten durch Obita, durch den Elfmeter. Es wäre natürlich schön, wenn wir hier weiterkommen. Ich habe aber logischerweise, weil es ein Vorbereitungsturnier ist, wieder mal durchrotiert. Und ja, zum Beispiel so ein Blanco ist dabei. Und das macht sich auch schon bemerkbar. Wir liegen 2-1 hinten. Diosse mit dem 2-0 und Schobesberg mit dem 2-1. Und damit sind wir raus. Schade. Bitter, aber ja, was willst du machen? Ist ja eh nur ein Vorbereitungsturnier und ja, wir kriegen ein bisschen Geld dazu. Und dann hat sich die Sache auch. Wir kamen immerhin weiter als die Gruppenphase. Kriegen nochmal 2,5 Millionen obendrauf. Und damit sind wir bei 18 Millionen. Atletico Mineiro kommt mit einem Angebot von 11 Millionen an und möchte Lazarevski kaufen. Nur dummerweise ist das unser Stamminnenverteidiger neben Mühl und dazu sage ich ganz klar nein, weil den Jungen werden wir auf jeden Fall noch brauchen. Auch wenn wir da zwei junge Kerle noch in der Hinterhand haben, die auch ein gutes Potenzial haben, bin ich eher dagegen. Vor allem, weil er auch noch kopfballstark ist und ja, warum sollte er jetzt gehen? Das ist ein bisschen fragwürdig. Transferangebot für Viktor Petkovic, 15,6 Millionen von Zenit St. Petersburg. Da ist das Ganze schon etwas anders. Ja, Viktor Petkovic ist jetzt kein Stammspieler. Aber ja, ein guter Backup. Eigentlich müsste der Junge Stammspieler sein, ganz ehrlich. Da bin ich ja, der Meinung. Aber so persönlich gefällt er mir jetzt nicht so sehr. Also da finde ich dann Salihovic dann besser. Tatsächlich. Ich glaube, das hat man auch sehr gut gemerkt, weil zu dem Zeitpunkt, wo Salihovic eine Verletzung hatte, wo er, ich glaube, 2 Monate ausgefallen ist oder so, hat er sich ja auch nicht als Stammspieler präsentiert, sondern wurde da auch regelmäßig da ja, mit Arne Meyer zum Beispiel oder so, musste sich da abwechseln. Also das wäre auch eventuell eine Thematik, über die man reden könnte, ihn abzugeben. Aber ich persönlich würde jetzt aktuell nein sagen, weil vielleicht geben wir dem nochmal ein Jahr oder so. Und mal sehen, was dann passiert. Aber so abgeneigt wäre ich jetzt davon nicht. Jetzt wird es interessant. Thomas Blomeyer, Angebot von Greuther Fürth mit 2,75 Millionen. Und mal gucken, was wir da so noch raushandeln können. Ist leicht unter Marktwert laut Anzeige da rechts oder so.
könnten wir da 3,2 Millionen raushandeln. Und dann gehen wir mal in die Verhandlungen, würde ich sagen. Und Gröller Fürth nimmt das Angebot von 3 Millionen nicht an. Also ich bin auf 200.000 runtergegangen, aber sie sind immer nur bei ihrer Anfangssumme geblieben. Und natürlich macht es dann keinen Sinn, das Ganze anzunehmen, weil es unter Marktwert ist. Und Thomas Bohmeier ist erst 25, also wenn er jetzt 3-4 Jahre älter gewesen wäre, wahrscheinlich sogar noch ein bisschen mehr als das, dann ist so ein Angebot gar nicht schlecht, und auch nicht so unrealistisch, die Spieler ja schon mal älter sind als jetzt zum Beispiel. Und da gibt ein Verein den mal gut und gerne ab, und das für weniger. Aber, ja, wir konnten uns hier nicht einigen, leider. Chelsea holt Marc Stendera. Was? 45,6 Millionen? Wow. Ich würde mal so sagen, Frankfurt hat jetzt ein bisschen Geld. Und wir kriegen ein Leihangebot für Robert Thorn. Das ist ein Innenverteidiger, der aber nicht auf irgendeiner Liste steht. Also nicht auf der Transferliste, nicht auf der Leihliste. Von Hansa Rostock. Und da wir Blomeyer abgeben wollen, macht dieses Leihangebot gar keinen Sinn. Denn er wäre sozusagen der erste Backup. Und ja, ich denke, das erklärt sich schon von selber. Und jetzt wird es wieder interessant. Auch wenn man sagen muss, so normal würde ich den Jungen jetzt nicht abgeben. Egal wie viel. Sollte man schon langsam mal nachdenken und überlegen. Also Lukas Mühl, 21,8 Millionen von FC Liverpool. Vom guten Kloppo. Ist schon ein verdammt gutes Angebot. Aber ich glaube, man kann erstens mehr für den Jungen raushandeln. Er ist sogar unter Marktwert, also ganz ehrlich. Aber abgeben will ich den Jungen jetzt nicht. Vor allem, wenn wir in der Euroleague landen sollen. Also, ich bitte euch, ganz ehrlich. Ist eine komplett andere Sache als bei Petkovic. Da würde ich den Jungen gerne abgeben. Oder wäre ich jetzt nicht abgeneigt, davon ihn abzugeben. Ja. Ganz klares, dickes, fettes Nein, würde ich sagen. Und wir bekommen schon wieder ein Transferangebot. Dieses Mal für Konstantin Gruber. Also, ja. Ausverkauf findet hier zum Glück nicht statt. Gut, dass ich da Manager bin. 10,3 Millionen von Rubin Kazan. Und das ist, wenn man so nachdenkt, unser erster Backup. Ganz klar. Wobei er schon rein technisch gesehen Philipp Box ersetzen könnte auf der Linksverteidigerposition. Aber ich möchte dann doch schon mehr Schnelligkeit in meinem Spiel haben. Und deswegen passt jetzt der Gruber da nicht so ganz rein. Aber als Backup ist der Junge auf jeden Fall nicht verkehrt. Und wieso bieten eigentlich alle unter Marktwert? Ist zwar verdammt clever, aber es nimmt kein Mensch an. Vor allem, wenn es der echte Spieler ist. Also, die KI nimmt es ja gerne an. Ist ja auch nicht ganz so realistisch, aber ich meine, was soll ich da machen? Die KI passt sich halt einfach mal gut und gerne mich an. An mich an, was auch immer. Arminia Bielefeld möchte Robert Grüner ausleihen. Das ist ein Stürmer und ganz ehrlich, es macht da an dieser Stelle schon Sinn, ja zu sagen. Der Junge hat eine 67 mittlerweile, 18 Jahre alt, wird jetzt an sich vielleicht, der ist eigentlich die Nummer 3, wenn man das so sehen möchte. Wenn man Nymann verkauft und Boom behält, dann noch jemanden holt als Nymann-Ersatz. Wäre er die Nummer 3, ganz ehrlich, aber ich will ihn ehrlich gesagt schon ein bisschen Spielpraxis geben, aber ich kann ihn nicht geben. Deswegen müsste da ein anderer Verein her. Also nehmen wir das Ganze an. Und ja, damit viel Spaß bei Arminia Bielefeld. Hoffentlich kannst du dich auch mit denen einigen. Dann spielst du zumindest in der zweiten Liga, das ist auch schon mal etwas. Und weiter geht's. Dennis Winter, Angebot vom FC Thun. 850.000 Euro, der steht auf der Transferliste, den möchte ich auch abgeben. Und jetzt ist die Frage, ja, unter Marktwert und wie viel können wir da rausholen? Und der FC Thun und der MSV Duisburg einigen sich auf eine Ablöse von 1,1 Millionen für Dennis Winter. Damit sollte das hoffentlich über die Bühne gehen, solange dann auch der gute Herr Dennis mitspielt. An sich denke ich, ich hätte da nicht mehr rausholen können als 1,1 Millionen, also sein Marktwert. Bin eigentlich sogar ganz zufrieden damit. Es ist in Ordnung. Hätte
besser sein können, aber es ist immer noch in Ordnung, also, ja. Und Robert Grüne wurde dann für ein Jahr verliehen an Bielefeld. Wir haben ein weiteres Angebot für Dennis Winter von Lausanne Sport, das ist, oder Lausanne Sport, was auch immer, das ist Schweiz. Genauso wie der FC Thun auch. Und Werder Bremen möchte Philipp Ochs kaufen für 9 Millionen, da sage ich ganz klar nein. Aber Dennis Winter ist dann doch schon interessanter geworden für manche Vereine aus der Schweiz, scheinbar. Und Lausanne ja, geht sogar nochmal 100.000 höher als der FC Thun. Wir können uns sogar auf 1,2 Millionen einigen. Also das erste Angebot haben sie direkt abgelehnt, so blieben bei ihrer Anfangssumme, aber dann, ja, gehen sie dann doch mit. Und das ist doch schön. Und es geht direkt weiter. Leeds United möchte Juan de Dios Prieto Morales holen für 8 Millionen. Zur Erinnerung, den haben wir in der letzten Saison aus den freien Spielermarkt geholt. Also ablösefrei, haben nur das Gehalt bezahlt und so ganz zufrieden war ich mit ihm jetzt nicht. Ich habe mir da schon ein bisschen mehr erhofft. Vor allem offensiv, weil der Junge halt einfach extrem beweglich ist. Hat 5 Sterne Skills, die ich zwar jetzt nicht so gerne benutze, weil ich einfach kein Skiller bin in dieser Richtung. Und wir könnten eiskalt um die 8 Millionen Gewinn machen mit dem Jungen. Also so abgeneigt wäre ich jetzt auch nicht. Also dasselbe wie bei Petkovic halt einfach. Nur dass Petkovic halt einfach eine Nummer stärker ist sogar. Und wir da schon um die 20 Millionen bekommen könnten. Aber na, ich lehne es erstmal ab, weil der Kader halt einfach vor allem auf dieser Position noch aktuell geschwächt ist. Man muss ja bedenken, der gute Arne Meyer fällt ja noch etwas lang aus. Und da brauchen wir schon ein bisschen Personal, vor allem wenn wir durchrotieren müssen halt. Also, ja. Und wir bekommen ein weiteres Transferangebot. Dieses Mal wieder für Thomas Blomeyer. 3,3 Millionen vom SC Freiburg und das ist schon mal deutlich über Marktwert. Jetzt ist die Frage, könnte man da noch mehr raushandeln oder sollte ich das direkt annehmen? Also ganz ehrlich, ich würde jetzt mal dem Text vertrauen und sagen, ja, mehr geht halt einfach nicht. Also nehmen wir das direkt an. 3,3 Millionen ist schon ein ziemlich gutes Angebot, was ich so auch nicht ablehnen kann. Und damit ist Thomas Blomeyer dann auch weg. Dennis Winter ist dann zum Glück aus unserer Sicht zu dem Verein gegangen, der mehr geboten hat. Hat aber logischerweise auch gleichzeitig die Verhandlung mit dem FC Thun abgebrochen. Und wir bekommen ein Angebot für Christopher Nymann. 6,5 Millionen von Leeds United. Und nebenbei müssen wir noch den Portugal-Kader benennen. Wobei ich da nur eine Änderung gemacht habe. Und zwar habe ich Podence rausgenommen und Rui Pedro wieder reingebracht. Den möchte ich mich mal ausprobieren. Ansonsten gibt es da keine Veränderung. Und ja, versuchen wir doch mal mit Leeds zu verhandeln. Und hoffen, dass wir einfach mal ein bisschen mehr bekommen als das, was wir da sehen. Und Leeds nimmt 8 Millionen an für Christopher Nymann. Und wenn jetzt die anderen Verhandlungen auch noch durchgehen, dann ist der Schwede weg. Und eventuell Platz, oder ja, wie auch immer man das sagt, bahnfrei für den anderen Schweden, den ich gerne hätte. Oder für Luka Jovic. Man weiß es ja noch nicht, das wird ja die Umfrage dann entscheiden. Und wir werden uns dann vor dem Union-Spiel auf jeden Fall noch einen Stürmer holen. Und ja, mal gucken, ob wir mal ein bisschen Geld hier bekommen jetzt. Das wäre schön. So, Nummer 1 haben wir direkt mal verkauft. Thomas Blomeyer ist zum SC Freiburg gegangen. Es ist jetzt aus unserer Sicht, also zumindest aus sportlicher Sicht, nicht so geil gelaufen, weil der SC Freiburg in unserer Liga ist. Andererseits wäre ich mir nicht so sicher gewesen, ob da noch ein anderer Verein gekommen wäre, der genau dieses Angebot gemacht hätte. Also denke ich, haben wir da eigentlich alles richtig gemacht. Wir bekommen ein Leihangebot für Philipp Ochs, was eigentlich gar keinen Sinn macht. Warum sollte man den jetzt verleihen, wenn er Stammspieler ist? Manchmal frage ich mich, was EA da gemacht hat bei den ganzen Transfers. Ich finde es ja gut, dass da mehr passiert, mehr Leihen vorhanden sind und so, aber manche machen halt einfach total gar keinen Sinn. Und diese gehört einfach komplett dazu. Die macht nämlich auch keinen Sinn zum FC Lorient in die französische Liga, erste oder zweite, das ist eine Frage für sich, weil in den vier, fünf Jahren hat sich bestimmt was getan. Wobei ich mir gut vorstellen könnte, dass sie immer noch da sind in der ersten. Aber nachgucken möchte ich jetzt nicht unbedingt.
Logischerweise nehmen wir das Angebot nicht an, weil es macht keinen Sinn. Da hätte ich ja die 9 Millionen von Werder Bremen vorher annehmen können. Das hätte mehr Sinn gehabt. Genau auf diese Nachricht habe ich gewartet. Christopher Nymann verlässt den MSV Duisburg und wechselt zum FC. Gar nicht wahr. Zu Leeds United, nicht zum FC. Wie komme ich bitte auf FC? WTF. Jedenfalls wechselt er nach England für 8 Millionen und wir bekommen 5,5 Millionen nochmal oben drauf. Nebenbei möchte Bayern Peter Meier haben für 1,5 Millionen. Linksverteidiger, 70 Gesamtwertung. Wäre somit der zweite Backup auf der linken Seite. Nach Gruber, der beide Außenverteidigerpositionen spielen kann. Aber warum sollte ich Bayern einen Spieler von mir abgeben, wenn der in Zukunft gut sein könnte? Ich denke nicht. Ja. Dadurch, dass wir jetzt drei Spieler verkauft haben, sind wir bei diesem Budget angekommen. 28 Millionen und 85.000 Gehaltsbudget, wobei ich das schon mal etwas umschrauben möchte, weil da könnte sich eventuell was tun, je nachdem, was für einen Spieler ihr haben möchtet. Lasse ich das mal auf 126.000, 27 Millionen. Ich denke, das ist... Entschuldigung, das ist in Ordnung. Da musste ich kurz aufstoßen. Ja. Ich denke mal, ich werde auch nicht ganz genau vor das Union Berlin-Spiel gehen, denn ich bin mir nicht so ganz sicher wegen der Ausdauer, ob die da irgendwie beeinträchtigt wird oder so. Wahrscheinlich nicht, aber trotzdem, ich will einfach nur sicher gehen. Und ja. Dann, ja, denke ich mal, sind wir durch, aber wir können uns noch eine Sache angucken, und zwar den DFB-Pokal, denn der müsste schon durch sein, tatsächlich. Also unser erster Gegner müsste schon feststehen. Nebenbei haben wir auch schon ein Ziel erreicht, logischerweise DFB-Pokal. Deswegen gab es auch gerade eine Terminänderung gegen Schalke. Gucken wir uns doch eben mal ganz kurz unseren Gegner an. Wobei wir uns erstmal die erste Runde angucken, wo der HSV zum Beispiel vertreten ist, die 3-1 gegen Kaiserslautern gewinnen. Paderborn gewinnt das Derby gegen Münster mit 2-0. Ansonsten Chemnitz gegen Magdeburg, weiß ich nicht, ob es ein Derby ist, auf jeden Fall gewinnt Chemnitz mit 2-0. Dann Darmstadt 4-3 im Elfmeterschießen gegen Osnabrück. Düsseldorf gegen Bochum 1-0. Düsseldorf. Werder Bremen gewinnt 4-0 gegen Aalen. Zwickau könnte auch ein Derby sein. Zwickau gewinnt 2-0. Und Kiel verliert gegen den FC St. Pauli mit 2-1. Ist auch ein Derby. So, jetzt habe ich mal die ganzen Derbys aufgezählt. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr hier pausieren und eure Ergebnisse oder die Ergebnisse von eurer Lieblingsmannschaft angucken. Wir gucken uns jetzt aber direkt die zweite Runde an, unseren Gegner damit. Und wir spielen gegen Mainz, also schlechtes Zeichen für uns, denn die haben uns zu Hause mit 4-0 weggeballert. Ich möchte mich an dieses Spiel jetzt nicht gerne erinnern. Ansonsten haben wir noch irgendwas Interessantes, Wolfsburg gegen Frankfurt vielleicht. Hoffenheim, Stuttgart. Dortmund, Bremen und ansonsten, ja, nicht so wirklich. Ist eigentlich schade. Leverkusen gegen Hamburg vielleicht, könnte eine Überraschung mit sich bringen. Man weiß es nicht, jedenfalls ist das die zweite Runde. Und ja, dann ging die Folge dann doch wahrscheinlich länger als gedacht. Auch wenn kein Spiel jetzt gemacht wurde in der gesamten Liga, zeige ich einfach mal aus sinnfreien Gründen die Tabelle. Ja, ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Und natürlich stimmt oben in der Infocard ab, welchen Spieler ihr mehr haben wollt. Ich persönlich finde mehr Van Wendt besser, aber das ist nur meine Meinung. Da finde ich, dann sollte dann eure Meinung auch mit einberichtigt werden oder einbezogen werden. Auf jeden Fall wisst ihr, was ich damit sagen möchte. Ja. Und eventuell könntet ihr mir für die Linksverteidigerposition noch ein paar Kommentare dalassen. Spielervorschläge sind gerne gesehen, solange sie auch im Rahmen sind, würde ich sagen. Ich denke mal, finanziell und so halbwegs realistisch soll es auch schon sein. Ich denke jetzt nicht so an, ja, okay, hol mir mal Marcelo, weil der Linksverteidiger ist und verdammt gut ist. Mit der Aussage würde ich zwar zustimmen, aber finanziell, das ist eine andere Sache. Der MSV ist jetzt nicht so finanziell stark. Das, ja, sieht man ja auch. Aber gut, ich sollte aufhören zu reden, denn dann wird die Folge noch länger und, ja, mach's gut, haut rein und ciao.